So, lass kurz warten, ich kann einen Schluck Tee trinken. Elgato hat insgesamt ja sehr, sehr viele Probleme gemacht. Also später bei den Aufnahmen, nicht nur beim Livestream, sondern auch bei den Aufnahmen. Da am Sonntag hat es mega viel Probleme gemacht, was mich sehr geärgert hat, muss ich sagen. Ich mag das gar nicht, wenn Sachen Probleme machen, mit denen ich arbeite und arbeiten muss. Da bin ich echt kein Freund von. So, wir sehen, das ist ein Block tiefer. Gut, das lässt sich arrangieren. Allerdings müssen wir da wirklich für warten, wenn dann entsprechend das Raumschiff hier abheben kann. Machen wir erstmal das Wichtigste, das Cockpit. Das kann ja direkt hier vorne hin. Ja, gute Sicht ist wichtig und alles. Das heißt, wir werden das hier, also ich würde jetzt das bevorzugen. Ich sehe schon, wir werden ein bisschen Probleme kriegen. Sauerstoff. Raffinerie, Licht. Ist das nicht auch hier irgendwo noch? Hier, da, Sauerstoffgenerator, sehr schön. Das ist nur der wichtigste. Jetzt weiß ich gar nicht, wie sind die Anschlüsse da bei dem Raumschiff. Ein großer, okay. Siehst du, ich baue das so selten. Genau, sehr schön. So. Das verbinden, große Stahlrohr, okay. Ich sag mal, da können 52 von auf jeden Fall weg. Können wir schon ein bisschen Anzeigen mitnehmen. Davon einige Computer haben wir. Interne Panzerung wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Beziehungsweise hier. Das noch. Genau, hier vielleicht so 30. Motor können wir nochmal 10 mitnehmen. Ja, ich denke, dann sind wir wahrscheinlich noch nicht mal bei dem, was wir alles wirklich benötigen fürs Cockpit, aber egal. Dann muss man das. Wir brauchen den Sauerstoff, ansonsten haben wir keine Chance. So. Genau, sehr schön. Ein bisschen anders, ne? Ja, was sehen wir? Herstellungskomponenten. Das ist Herstellungskomponenten 40 Panzerglas. Alter Schwede. Boah. 40 Panzerglas, die Irre. Harte. Naja, wenn die es brauchen. Was war das andere? Ich glaube Stahlplatten, ne? Da können wir auch gleich ein paar von den Auftrag geben. Genau, einfach noch ein paar. Dann habe ich alles, was ich brauche. Puh, und so wie es aussieht, kann er mit der Produktion nicht weiterlegen von dem, von der Munition, weil ihm, ich glaube, Magnesiumpulver fehlt, wenn ich das gesehen habe. Boah, schon eine Schnieke, ne? Ah, geht so. So, wir werden natürlich kein großes Birmamborium machen. Das heißt, die Thruster hier, die großen, kommen direkt hier dran. So, geht das hier mit? Weiß ich gar nicht. Ah ja, sehr schön. Die muss ja vernünftig aussehen. So, schnell ist geschweißt. Bin echt mal gespannt, jetzt bald ist ja die Wahl in den USA. Bin echt gespannt, wer jetzt gewinnt. Ich möchte da oder würde da gar nicht Prognose irgendwie spielen wollen. Das ist so unterschiedlich jetzt gerade. Also ich glaube, noch unterschiedlicher kann es eigentlich schon gar nicht mehr sein, oder? Ja. Nehmen wir lieber das hier. Finde ich irgendwie hübsch, aber wenn wir da jetzt dann das halt entsprechend draufsetzen, dann könnte das ganz nett aussehen. Genau. Sehr schön. Ja, komm schon los. Jetzt
ein bisschen komisch vom Anvisieren her, dass er das dann wirklich macht, was er soll, ne? Ich denke, das könnten sie auch nochmal verbessern. Sehr schön. Achso, nicht das, sondern das hier. Sehr schön ausbalanciert. Das darf nämlich jetzt nicht runterfallen. Das wäre echt nicht so gut. So, Motor und Stahlplatten. Das kriegen wir auch hin. Wie viel haben wir? Ja, guck mal, hier ein bisschen was haben wir. Motor haben wir auch noch tonnenweise. Echt nicht das Thema. Ich weiß nicht, was der Sound jetzt soll. Egal. Ignorieren wir ihn einfach. So, ist der Triebwerk fertig. Auch, okay. Also wie gesagt, das soll nicht wirklich viel können, ne? Vielleicht noch ein kleines Inventar, so ein Frachtcontainer hinten dran und das war's dann auch schon. Und naja gut, okay, einen Reaktor brauchst noch. Das muss ja irgendwie Strom kriegen. Jetzt brauche ich nur... Achso, halt, wir müssen jetzt mal gucken, warte mal. Fracht. Kleiner Frachtcontainer würde, glaube ich, ausreichen. Gucken, was braucht der? Achso, nee, nee, dann nehmen wir mittleren. Nee. Ah ja, da ist er. Sehr gut. Okay, das. Die großen Anschlüsse sind hier die kleinen. Mal fertig und Herstellungskomponenten schon wieder und Anzeige, okay. So, kannst du ja nochmal wie 100 von machen. Anzeigen und Stahl brauche ich auch noch, habe ich jetzt gerade gesehen anscheinend. Oh, einfach mal drauf hier. Könnten wir noch ein bisschen Stahl haben? Na ja, gut, ich habe noch ein bisschen was. Dass wir hier vorankommen. So, ach, interne Panzerung, zwei Stück. Puh, das weiß ich jetzt nicht. So, das ist. Interne Panzerung. Hm. Ist es, was wir in der Zeit seltener gebraucht haben, ne? Ja. Achso, schon erledigt, gut. Dann die 7. Genau. Auch interne Panzerung ist dafür noch mehr. Na gut. Nehmen wir noch mit. Das ist, machen wir aus sich. 58. Haben wir genug. Dann verbinden wir das miteinander. Wir müssen ein bisschen expeditionsmäßig vorpreschen, um zu gucken, wie das da aussieht. Das nehmen wir weg. Genau. Nehmen wir dessen halt falsche Taste, setzen es dahin, genau, sehr schön, so, das sitzt auch. Jetzt müssen wir nur unten in der Mitte erst diesen Block machen, sonst können wir den gleich nicht mehr basteln. Bin nicht so gut. Den Rest. Jetzt müsste es eigentlich... Achso, wir haben auch keinen Strom drauf. Ah ja, kein Strom drauf, deshalb geht es noch nicht. Sorry. So, das heißt, hier werden wir mit einem Reaktor arbeiten. Das passt sich ganz gut. Da passt ein großer Reaktor hin. Wir brauchen auch genug Saft. So, Reaktorkomponenten. Herstellungskomponenten, Metallgröße und Reaktorkomponenten, okay. Ich glaube, wir müssen 95 brauchen wir, glaube ich, oder? Oh, 80. Metallgröße, da haben wir gar keins mehr. Wie viele brauchen wir denn da? Brauchen wir 10 Stück oder so? Ah, ich denke.
Sehr gut, aber wir sind auf der sicheren Seite, was Ressourcen angeht, von daher bin ich ganz zufrieden im Moment. Puh, genau, tief durchatmen. Man weiß ja nie. Ah, doch 95. Ah, und ich dachte mir erst noch so, ah, nee, da ist sich garantiert geirrt. Ach, wenn man gleich auf sich selbst hören würde, wäre so viel einfacher. Hoffen bloß, dass die Hunde hier nicht wirklich vordringen in die Basis. Das wäre schlecht. Haben wir ja letztes Mal gesehen. So, da liegt einer. Den holen wir uns mal. Ich will wissen, was er hat. Ach, zu weit geflogen. Oh, ja, ein bisschen Metall. Sehr schön. Da liegt auch noch einer. Sehr gut, das können wir wirklich gebrauchen. Meint ihr nicht häufig, also nicht so häufig was, was man wirklich gebrauchen kann, aber diesmal schon. Ah, da bin ich beruhigt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir es irgendwie hinkriegen. Na gut, hier muss ja noch der andere Block ran. Das heißt, das machen wir jetzt mal so. Genau. Ah, so passt sich das. Yep, sieht gut aus. Dann dies hier. Ja, müssen ein bisschen das Design anpassen. Ne? Entsprechend auch ein bisschen hübsch will ich das Ganze machen. Okay, ja, sieht gut aus. Wir kommen, glaube ich, gut voran. Ah, sieht es einer an. Nicht schön, aber selten. Bisher zumindest. Wobei ich noch am überlegen bin, ob wir ein einziges Triebwerk drauf machen, weil das müsste eigentlich auch reichen. Ich glaube, zwei ist hierfür übertrieben, weil das Ding ist ja eher weniger für den Planeten gedacht. Ja, dann machen das irgendwie zentral. Muss ich gucken, vielleicht verstecke ich es hinten drin irgendwo. Ja, wäre auch noch eine Möglichkeit. Mal schauen. Nun gut, ich verabschiede mich aber erstmal. Wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker.